Einen. Oh, da versagt mir die Stimme. Oh Mann, nee. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TPP, Triblos Big Pack. So, ich hab vor. Ich möchte mir einen Enderman-Spawner basteln, weil das Problem ist, wir haben hier zu wenig Enderperlen. Wirklich viel zu wenig. Und das würde ich dann halt auch gerne mit einem Spawner machen. Und ja, bis wir dann eben dorthin kommen, das dauert noch ein bisschen. Wir müssen noch ein paar Gerätschaften bauen. Wir brauchen noch hier ein bisschen Solarium. Aber bis wir soweit sind, müssen wir auch mal gucken. Warte mal, ich brauche Nuggets. Ich bräuchte Nuggets. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Haben wir überhaupt noch irgendwo Nuggets? Ah, guck mal hier, das sind Nummer 2. Und was ist da drin? Nichts. Okay. Da haben wir nichts drin, da haben wir nichts drin, da haben wir aber genug Köpfe, das ist gut. Da haben wir auch nichts drin. Okay, gut, dann brauche ich erstmal noch ein paar Nuggets. So, komm. Gib mir mal 3, ja. Gib mir mal 3. Wir brauchen jetzt hier erstmal Basic Capacitor. Kupfer. Kupfer. Ey! Handy, sei ruhig. Mensch. Was denn du? Hat dir keiner gesagt, dass du dich melden sollst? So, danke. Mein Gott. Entschuldigung. Es tut mir leid. 1, 2, 3. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Dann haben wir hier 29 und hier nehme ich mal noch so ein Stack mit. So, und dann. Wo sind wir jetzt? Da sind wir. Hä? Ich bin doch. Achso, da. Zack, zack. 4 Stück erstmal. Das sollte erstmal reichen. Dann, was brauchen wir noch? Warte mal. Wir brauchen für. Wo sind jetzt hin? Da. Da brauchen wir Energetic Alloy. Und da brauchen wir Gold, Glowstone, Redstone. Nehmen wir mal 4 von denen. Redstone habe ich noch. Glowstone. Echt jetzt? Okay. Gut, dann brauchen wir noch den. So, zack. Wie viel kommen da raus? Ich glaube 8. So, was haben wir hier drin? Da haben wir noch Pulverized Kohle. Das ist auch gut so. Brauchen wir nämlich. Ja, 4 kommen raus. Naja, egal. So, wie weit bist denn du? Bei dem dauert es noch ewig. Okay, gut. Nehme ich dich jetzt erstmal raus. Und dann, Glowstone. 4 Redstone und 4 Ingots. Vom Gold. So, komm. Jetzt machen wir noch den letzten Steel. Dark Steel. So, mit dem Dark Steel können wir auch noch was anderes machen. Hier, Utils. Dark Iron Bars. Und hier, die Reinforced Obsidian. Witherproof. Das wäre wirklich nicht verkehrt. Dark Steel. Hier, Killer Joe. Ja, mal gucken. Pressurized Fluid Tank. Enchanter. Aha, used. Uses XP to combine items in a book and quill to create enchanted books. Das ist mal cool. Das ist mal nicht schlecht. Ja, Dark Steel Rüstung ist klar. Leider. Das ist ja mal geil. Upgrade for Dark Steel Chestplate. Ich glaube, das werden wir auch machen. Dark Pressure Plate. Only activated by players. Can be painted in painting machine. Invisible with, when painting with quite clear glass. Das ist auch sehr interessant. Okay, gut. Und dann kriegen wir hier Dark Steel Matter Balls. Ne, Dark Steel Ball. Main Output, Bonus Output, Power Reduction. Nicht verkehrt. So, wie viel haben wir denn? 2. Das ist schon mal gut. Ach komm, das machen wir dann schnell hier in der Tasche. So. 1, 1. Dann du und du, du. Schon haben wir hier einen Double Layer. Und den Double Layer knall ich jetzt erstmal hier rein. So. Und dann geht es auch etwas fixer. Sehr schön. Hätten wir hier noch was. Gut. So, dann mache ich das mal rein. So, und da mache ich jetzt mir nochmal so einen. So, zack. Und zack, zack. Wunderbar. Gut, was brauchen wir denn jetzt alles? Also, wir brauchen einen Slice and Splice. Da bräuchten wir Machine Chassis. Ja, da brauchen wir auch nochmal so Basic Capacitor. Iron Pass und so weiter. Schere. Axt und hier Solarium eben. Ne? Das wird ja jetzt eben mal hergestellt, glaube ich, oder? Ja, genau. Das wird hergestellt.
Dann brauchen wir aber noch ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Glowstone, würde ich sagen. Ah, warte mal. Warte mal. Nee, schade. Echt jetzt? Boah. Ich muss mal wieder Glowstone farmen gehen. Okay, nee. Das war jetzt verkehrt. Erstmal zumachen und dann. Mein Gott. Was hier Glowstone drauf geht, das ist der Hammer. So, dichter rein. Sulfur, okay. Guck mal hier, da haben wir doch einen Glowstone. Cool. Passt doch. Dann machen wir uns noch ein paar Capacitor. Ich würde sagen, gerade. Ja, gleich mal ein paar Stück. Kupfer. 64. Submit. Dankeschön. So, Gold Nuggets haben wir auch noch ein paar, aber nicht mehr so viel. Brauchen wir nochmal ein bisschen Gold. Dann machen wir mal 5. Ne, da. Das da. Und Gold. Sehr schön. Zack, zack. Gut, dann hier. Pam, 14 Stück. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Die. So, Slice and Splice, das war der hier. Zack. Ja, komm, machen wir gleich mal 3 Stück. Dann haben wir noch 4 Iron Bars. Brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Eisen. So, Submit. Dann brauchen wir noch ein paar, eine Schere und eine Eisenaxt. Sticks. Dann mal ein paar Salzrods. Ja, gut. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir die mal mit. Ah, die hätte ich ja. Ja, hätte ich eigentlich auch. Naja, egal. So, zack, zack. Dann. Eine Schere. Eine Axt. So, dann noch ein Kopf. Ich hoffe, das ist jetzt egal, welcher Kopf. Ich würde gerne mal so einen nehmen. Müsste eigentlich egal sein. Und dann brauchen wir noch Soul Arium. So, zack. Wunderbar. Dann. Slice and Splice. Achso. Warum geht das nicht? Warum? Ach, okay, gut. Probieren wir es so. Da der hin. Schere. Das da. Das da. Zack, 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 zack. Ja, geht doch. Wunderbar. Slice and Splice. So, das würde ich gerne hier aufbauen, das Zeug. So, machen wir hier den Slice and Splice hin. So, der braucht jetzt natürlich auch noch eine Schere. Und nochmal eine Axt. Ja, das kriegen wir aber locker hin. Locker. Vom Hocker. 1, 2, 3. Zack. Zack, zack. Zack. Wunderbar. Aber dann kriegt er erstmal das. Dann braucht er natürlich auch noch Strom. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass hier Strom sein müsste. Na? Wow, das ist doch so tief. Ja, hier. Uhu. Okay, Mats. Na, nichts dabei, oder? Werkzeug. 11. Wird knapp. Wird echt knapp. So. Ja, super. Schick. Schick, schick. Ja, ich glaube, wir hatten noch drüben ein paar. Können wir ja da noch mitnehmen. So. Zack. Und. Nein. Verdammt! Okay, das war hardend. Warte mal, haben wir da noch vielleicht irgendwas drin? Ne. Struktur-Upgrades. Ne, Struktur. Struktur-Duct. Impuls-Item-Duct. Harden-Fluid-Duct. Letzter Flux-Duct. Was gibt denn der aus? 211 Erde. Pff, das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. So, nee, da haben wir auch nichts. Okay. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen was brutzeln. Halt, warte mal. Halt, 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 halt. Das waren die. Ja, warte mal. Duct. Hardened Redstone Energy Flux Duct. So, das war Elektrum, genau. Elektrum. Elektrum müsste man eigentlich noch haben. Ja, Elektrum. So, nehmen wir mal 16. Sollte erstmal ausreichen.
Komm, gib her. Danke. Wow. Der hört aufs Wort, ne? Muss man ihm lassen. Der hört aufs Wort. So. Dann. Wo. Achso, da. Ja, schön. Ja, gut. Na, komm. Hallo? So, zack. Der macht jetzt was. Gut. Ich habe die Taschen voll. Wen wundert's? So, das mal rein, das mal rein, das mal rein, das mal rein, das mal rein. Das da noch? Das, das, das? Nee, das nicht. Aber, Kuppel. Das können wir mal reinpacken. So, okay. Haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz. Ja, hier ist Glowstone. Ah, okay, wird super. Hm, schick. So, Fused Quartz. 8 Stück, sehr gut. Dann kriegen wir nämlich hier 48 raus und dann nochmal darüber. So, und rein mit dir. 5 müssten eigentlich erstmal ausreichen. Gut. So. Den weg, den weg. Dann den weg, den weg. Und dann 1, 2, 3, 4. Und schon hat er Saft. Sehr gut. So, wenn wir jetzt hier auf... Ne, geht nicht. Warum nicht? Ah, Rezepte, okay. Hier, Z-Logic, Zombie-Elektrode, Terminant Enderhead oder Ender Resonator. Den Ender Resonator weiß ich noch nicht, ob wir den brauchen. Water Bottle, Basic, Vibrant Alloy, okay. Und ansonsten Z-Logic Controller, Silicon brauchen wir noch ein bisschen. Ja, okay, gut, das kriegen wir alles hin. So, um den... Ja, ich bräuchte echt mal den Mod Ender hier oben wieder. Um so einen Spawner herzustellen. Powered Spawner, Powered Spawner, Powered Spawner. Powered Spawner. Brauchen wir einen Z-Logic Controller. Und den Z-Logic Controller kriegen wir dann eben hier in dem Slice and Splice. Dazu brauchen wir einen Zombie-Kopf. Ja, okay, warte mal. Zombie-Kopf, Redstone, Silicon. Die erstmal. Dann die zwei. Zombie-Kopf, Hammer. Ne, warte mal. Ich glaube, das war nur einer. Und Silicon. Haben wir hier irgendwo Silicon? Silicon. Puh. Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo. Da ist nichts. Da ist nichts. Müssen wir mal hoch. Ein bisschen Redstone. Scheiße. Okay, gut, ich muss mal rüber zum Dosch. Der hat bestimmt ein bisschen Silicon. Der müsste eigentlich Silicon haben. Ich meine, der macht ja viel mit Ender.io. Und bei dem habt ihr bestimmt auch schon den Slice and Splice gesehen. So. Ich hoffe, dass wir das heute noch mit dem Spawner hinbekommen. Also, ja, ist ja gut. Also wenigstens, Dingens. Dass wir den... Na, elektrischen Spawner hinbekommen. So. Da ist nix. 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 Da ist auch nix. Oh Mann, ey. Na, hier? Auch nicht. Da? Nee. Da? Nee. Da? Nee. Gott, ich kenne mich hier so gut aus. Ah, guck mal hier. Silikon. Okay, nehmen wir mal 2 Stück mit. Warte mal, Rezept. Wird hergestellt. Ah, von Clay oder Redstone? Sackmill, 50, 50. Sand, okay. Ah, im Pulverizer kriegen wir das auf jeden Fall raus. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So, vielen Dank, Dosh. Du wirst aber natürlich auch davon profitieren. So, jetzt rennen wir mal wieder rüber. Alter, die Wege hier, ne? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, und es regnet natürlich. Hm, schön. Und die Sonne geht schon wieder auf. Naja. Nee, oder unter? Ich weiß gar nicht. Hm, probieren wir mal zu pennen. Vielleicht klappt's ja. So. Und. Ach komm, lass mich doch rein. So. Ja, geht. Super. Dann hört der Regen auch gleich mal auf. Dann sollte es auch ein bisschen besser gehen. So, schön.
Dann haben wir eigentlich alles zusammen, um den Z-Logic herzustellen, ne? So, zack. Das da, das da. Das Schöne ist, man kann reinklicken, wie man möchte. Und der legt dann das Rezept so rein, wie er es braucht. So, dann kriegt man den. Ne, den nicht, aber den. Powered Spawner brauchen wir noch. Electrical Steel. Und Vibrant Crystal. Vibrant, Vibrant. Bräuchten wir noch Ender Pearls, Energetic Alloy. Haben wir noch Energetic Alloy? Nö. Aber können wir es ja noch herstellen. Ne, so ist es ja nicht. Und es sollte jetzt auch recht schnell gehen. So, die mal mit. Ja, geht relativ schnell. So, dann brauchen wir noch Electrical Steel, ne? Das ist auch wieder Silikon. Ah, okay. Wir wissen ja jetzt, wie wir Silikon herstellen können. Einmal das da. Das da raus. Und das da rein. Ja, sehr schön. Silikon. So, Electrical Steel. Brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Eisen und ein bisschen Pulverized Coal, okay. So, das reicht erstmal. Der ist damit durch, okay. Dann Eisen, das da und dann noch Pulverized Coal. Haben wir hier drin. Ja, da werde ich mal so ein bisschen was auf Vorrat machen. Das auf jeden Fall. So, ja, das geht sogar relativ fix. Wenn wir jetzt natürlich noch den reinhauen würden, ne? Increases Energy Storage and Speed Range of Machines. Wäre natürlich auch toll. So, wie viel brauchen wir denn von denen? Wir brauchen 4. Okay, und dann noch das Ripened Alloy. Ja, okay, dann brauche ich noch ein paar Enderperlen. Ja, Folge. Na, komm, den machen wir jetzt noch fertig. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mir einen Timer stelle. So, einer sollte erstmal reichen. Oder? Ne, wir brauchen mindestens 2. So, haben wir... Oh Gott, haben wir überhaupt Emeralds? Emi Haralds? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Eieieiei. Da sind Diamanten drin, ja toll. Ja. Dann haben wir ein kleines Problem, weil ich habe keine Emeralds. Gar keine. Aber wirklich so gar nicht. Ich kann ja nochmal in die Taschen reingucken, aber ich glaube. Nö. Da mal nicht. Nö. Würde sagen, nö. Das ist doof. Das ist saudoof. Naja, okay, gut. Du daher. Du rein, du rein. Ja. Ja gut, ich werde es jetzt erstmal soweit vorbereiten. So, ein Vibrant Alloy. Oh, du kriegst sogar XP dafür. Oh, sehr schön. Dann einen zweiten. Sehr gut. Den behalte ich auch noch. Weil muss ich dann erstmal alles zurückstellen ein bisschen. Hm, schade. Das da rein. Hm. Aber da kann ich wenigstens noch ein bisschen Electrical Steel herstellen. Weil den werden wir wahrscheinlich auch noch öfters brauchen. So, komm mal her. So, du, du und du. Sehr gut. Okay, gut, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde mich jetzt auf die Suche nach Emeralds machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!